Moin, hallo und willkommen zurück zu Staxel. Es regnet noch und ich habe immer noch Post von Ria. Eine kleine Lieferung von Maximilian. Guten Tag, hier sind die Items, die Ria dir zuschicken lässt. Ich hoffe, dass beim Transport nichts beschädigt wurde. Maximilian, Büro des Bürgermeisters. Ein Schiff im Glas und ich habe keine Ahnung, was es ist. Items anfordern. Okay, ich habe Post gekriegt. Ein Schiff im Glas. Was auch nur die Briefmarke. Dieses Objekt sind immer etwas geheimnisvoll. Wie ist es da nur hineingekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, da war ein kleines Männchen, das versucht, das reinzubasteln. Das konnte ich mir hier draufstellen. Da. Ein Buddelschiff, alles klar. Ein Buddelschiff habe ich jetzt hier auf dem Schreibtisch stehen. Sehr schön. Ah ja, wo bist du? Naja, da bist du mal. Na, hast du Spaß? Du hast Spaß, ne? Ja, ich auch. Es ist zwar ein wenig nass draußen, aber es ist okay. Ich muss hier noch so viel machen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen soll. Ha. Tja, das wächst alles und gedeiht. Da brauche ich nichts machen. Vor allem regnet es schön. Das ist sehr gut. Und ich würde gerne ein Haus bauen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich weiß nicht, wie ich diese Klötze bauen kann. Ich bin da total unerfahren. Ich werde nochmal zu Alisa gehen müssen. Ich hoffe, sie ist noch da. Ich kann mir hoffentlich ein bisschen weiterhelfen. Ich habe sogar ein bisschen Geld noch auf der hohen Kante. Wieso habe ich den 619? Habe ich Geld wieder gekriegt? Habe ich irgendwas verkauft? Habe ich was vergessen? Ich weiß es nicht. Fragen über Fragen. Huch, warum leckt das nicht? Hallo, Alisa. Wenn du schon hier bist, kauf auch was. Ich habe keine Zeit für Bummler. Okay, dann gib mir mal... Das sind 5 Stück nur, ne? Ich hätte gerne... Hast du noch ein Rezept für mich nicht irgendwie hier? Treppe, Türrahmen, einfache Couchtisch. Salzzaun. Ne, ich habe hier nichts, was ich brauchen kann, ne? Saatgut, Schild. Weiß ich genau nicht, wofür ich das brauchen kann. Hölzerner Hausblock. Stimmt, den wollte ich nochmal gucken, ne? Komm, das kaufe ich mir. Kann ich den lernen? Du hast erfolgreich das Rezept Hölzerner Hausblock gelernt. Okay. Das habe ich jetzt natürlich. Wo? Ich sehe es nicht. Glattes Bauholz? Nein. Nein. Hier. Ziegelblock, Pflasterstein, rote Dachfliesen. Nö. Wo finde ich denn die Teile? Was? Was ist das hier? Du hast ganz schön viele Steine. Ne, das habe ich alles noch nicht gemacht. Das sind noch Errungenschaften hier, okay. Ich bin mit den Rezepten irgendwie ein bisschen verwirrt. Das müsste eigentlich Holz sein. Ein glattes Bauholz. Pfosten, dunkler Holzplankenboden. Habe ich schon gehabt? Ne, zehnmal hier. Hölzerner Hausblock. Ein Block, der aus Holzplanken hergestellt wurde. Bauholz, Kleber und billiger Lack. Okay, warte. Billiger Lack und Kleber. Kleber. Und billiger Lack. Das ist nicht wirklich mal billig. Also für 5 kann man echt nicht meckern. So, jetzt muss ich das alles hier hinhauen. Gehe ich mal von aus. So, und dann muss ich noch Holz. Bauholz, das gute Bauholz. Und ich kann interagieren. Der ist doch genauso wie der andere auch. Was? Ich bin verwirrt. Also entweder bin ich total doof, was wahrscheinlich der Fall ist. Was habe ich denn sonst hergestellt? Leichter Holzplankenblock. Aus Bauholz und Kleber. Jetzt habe ich hergestellt... wo waren das jetzt hier? 10 hölzerne Hausblock. Aber die sind doch identisch. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Wenn ich hier nur 5 Blöcke rauskriege, ist das doch völlig nutzlos. Kann ich denn das nicht selber machen? Standard-Holzblock. Ich kann das aber nicht selber machen. Ich bin... Das Mysterium bauen ist doch für mich so eine Sache hier. Ein Buch mit 7 Siegeln. Jetzt renne ich hier schon wieder rum und gucke wieder alles durch. Aber... Ich glaube, ich muss nochmal gucken, was ich noch machen kann.
Knauf? Wofür brauche ich denn Knauf? Ein Riegel, Metallband, Seil, hier ist noch Glas. Ne, das ist Blech. Da ist Glas. Kabel, Nägel, Ziegelblöcke, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. Montagestation für 1000, Schnittstation, Baustation, ja, die würde ich mir gerne alle holen, dann brauche ich hier nämlich nicht mehr hinrennen. Ach ja, mach's gut, Alisa. Bis hinten rausgehen diesmal, okay. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht. Die kann ich auch nicht stacken, oder? Wenn ich die jetzt stacken kann, dann kriege ich aber die Krise. Das, so. Hier. Leichter Holzplattenblock. Du dürftest jetzt nicht gestackt werden können mit dem hier. Nein, kann ich nicht. Okay, gut. Das Problem ist nur, das hilft mir dann auch nicht weiter. Weil es ist nicht meine Farbe. Ich weiß nicht, wie ich die anderen kriegen kann. Weil wenn ich 5 Blöcke nur kriege und muss dafür 150 Münzen hinblättern, da bin ich ja arm bei. Ich will das selber bauen eigentlich, muss ich zugeben. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es doch nicht. So, jetzt ist auch wieder alles dunkel hier. Ne? Ich würde das Haus gerne, weiß ich nicht. Ein bisschen umbauen, oder? Ja, da könnte auf jeden Fall noch eine zweite Etage locker oben drauf. Das würde auf jeden Fall gehen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, das Bett oben hin zu basteln, ne? Ein bisschen nach hier draußen könnte es auch noch. Hier so ein Stückchen rüber noch. Andererseits, gut, dass sich hier alles in Weg, ne? Das ist auch doof. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es doch noch nicht, Maya, ne? Komm, ich guck mal, was ich noch an Rezepten kochen kann, wenn ich denn, sehen kann, was ich kochen kann. Was haben wir denn hier? Etwas kochen? Pilzrisotto. Ja, nee. Startgegenstände. Was haben wir denn hier? Gekochtes Ei, Gemüsesuppe, Gemüseeintopf. Zwiebel, Karotte und Kartoffeln habe ich alles nicht. Haferbrei, Milch, Haferwasser, Zucker und Wasserkrug. Zwei Sachen müsste ich kaufen. Kohlsuppe. Rote Beete habe ich leider nicht. Steckrüben habe ich nicht. Tomaten habe ich. Tomate und Milch geht. Tomaten schneiden und Milch und gehackte Tomaten. Ja, komm rein, Maya. Es ist kalt draußen und nass draußen, ne? Wir haben 50 Tomaten. Da kann ich auch ein bisschen was draus schnitzen. Maya. Ich habe die auch lieb. Milch. Da. Dankeschön. Du musst doch mal ein bisschen... Ja, ist super, dass du da in der Luft ein Dings machen kannst. Ich muss jetzt gerade mal schnipseln hier. Und zwar muss ich... die Hälfte... Ne, die Hälfte brauche ich nicht. Ich brauche nur 6 Stück eigentlich. Davon die Hälfte. Davon die Hälfte. So, im Endeffekt euch... Schneiden. Interagieren. Schnipsel mir die Tomaten. In den Mixer, im Dunkeln. Das müssen wir hinkriegen. Ich will das nicht mal ganz schnell fertig kochen. Schnell, 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 schnell. Ich werde mich gleich müde. Ich möchte gerne noch was in meine Versandbox schmeißen. So. Immer ein bisschen, jeden Tag. Das kommt immer ganz gut an. So. Du bist langsam müde. Ja, ich weiß. Ich arbeite doch so schnell ich kann. So, jetzt Tomaten. Und Milch. Und kochen. Schnell, schnell, schnell. Komm schon. Zack, nächste. Das sieht unheimlich aus hier, muss ich zugeben, so im Dunkeln. Das ist voll der Höllentopf hier. Brodel, brodel. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch 2 Töpfe. Komm schon, das schaffen wir noch bis zur Versandbox. Ich muss es dann noch in mein Bett schaffen. Brodel, brodel, komm schon. Zack. Schnell, Maya, wir müssen das noch verkaufen. Versandbox, tu es da rein. Platzieren. So, und jetzt schnell rein. Style, Maya. Okay, du bist schon am Schlafen. Ich gehe jetzt auch schlafen, weil ich bin müde. So, geschafft. Ha. Junge, 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 das war knapp. Weiter zum Aufwachen. Okay, dann wache ich mal auf.
Bei deiner Versandverstation. Ich habe den Knoten in den Dings. Bei meiner Versandstation wartet Geld auf mich. Ich bin noch nicht ganz wach hier, tut mir leid. Maja. Ja? Hast du hier genickt, Mensch? Bei dem. Maja ist nicht da. Oh, wow. Maja ist hier. Morgen, Maja. Maja, Maja. So, ich gebe dir noch was zu futtern. Genauso wie die Kühe, die brauchen auch noch was zu futtern. Wenn ich das hier nicht rüberziehen darf, so. Da. Nur für dich, Maja, nur für dich. So. Kühe kriegen auch noch Futter. Futter. Bitteschön. Na, habt ihr dann auch schön geschlafen, ihr beiden? Dann hätte ich gerne noch ein bisschen Milch. Einmal weg, bitte. Dankeschön. Und bei dir auch einmal weg, bitte. Dankeschön. So, macht's gut. So. Oh, wow. Ich sehe schon wieder Ernte hoch 3 am letzten Tag. 1380 Blütenmeter. Wow. Ich bin blütenreich. Das klingt irgendwie falsch, aber ja. Zwei Tomaten nochmal häckseln. Das wird jetzt ein bisschen spaßig, daraus 2 zu machen. Okay, doch nicht. Passt. Als wenn er das genau gewusst hätte. Ich weiß auch nicht, wieso. So, zack und schnipseln. Ich hätte gerne ein Radio, um es zu geben. Aber Musik läuft ja auch so. Nicht wahr? So, gehäckselte Tomaten. Wenn das der Mixer könnte, ne? Das wäre der Hammer hier. So, dann noch ein bisschen Milch dazu. Milch und Tomaten. Hätte ich nicht gedacht, dass die Kombi greift. Einmal kochen, bitte. Ich würde doch gerne was backen hier. Ich muss Rezepte kaufen bei Leif. So, gute Tomatensuppe. Die müsste ich mir eigentlich direkt auf Ex geben hier. So, dann kann ich die... Ach komm, die kommen gleich in die Versandbox. In die Versandbox. Da. Also erstmal ernten. Am letzten Tag ernten. Die gieße ich jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich Tomaten. Weiß ich gar nicht, wie lange halten. Die müsste ich nochmal nachgucken. Habe ich schon ja vergessen. Aber eigentlich dürften die doch jetzt nicht mehr, oder? Mensch, wenn ich das noch wüsste. Ich weiß es aber leider nicht mehr. So. Die sind so groß wie ich hier, die Tomatenstränge. Das finde ich schon ein bisschen krass. So, noch ein bisschen sammeln. Da auch. Hier noch. Die Felder muss ich auch wieder neu belegen. Ich hoffe, das geht. Mit Herbstware. So, muss ich mal schauen. Ich hoffe, die Kürbisse werden noch fertig hier. Die sehen nämlich irgendwie aus, als wenn die nicht fertig werden. Ne, nee, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Ihr seid noch nicht ganz fertig. Naja, mal gucken. 15 Erdbeeren habe ich wieder gekriegt. Wow, 65 Tomaten. Ach du meine Güte. Ich muss die eigentlich verarbeiten. Das macht eigentlich viel mehr Sinn. Aber dazu brauche ich viel mehr. Ne, Maja? Viel mehr. Wie sieht das aus hier? 8. 7. Eine. Das wird ewig dauern. Beeren sind auch wieder da. Wow. Guck dich das an. Nee, noch nicht. Okay, die sind noch am Wachsen. Wo habe ich denn die anderen beiden hingepflanzt eigentlich? Hatte ich nicht noch 2 Büsche? Ach nee, die habe ich nicht gepflanzt, weil die nicht mehr gehen, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss immer noch rausfinden, wie das mit den Futter muss ich besorgen. Was könnte ich noch machen? Die Tomaten und sowas könnte ich erstmal wegräumen. Und dann muss ich nochmal schauen, was eigentlich mit Dingens ist. So, die kommen dahin. Die Wildbeere. Ich frage mich, ob ich daraus auch was machen kann. Erdbeeren, da drauf. Tomaten kommen dann hier hinten hin. So, und nochmal los geht's. 16. Letzte des Monats. Ich weiß nicht, ob noch was Besonderes ansteht. Hallo Bürgermeister. Letztens hat uns ein ausländischer Delegierter besucht. Einer von diesen Kaktusvolk aus den wärmeren Gebieten. Das hat ziemlich für Aufsehen gesorgt. Das kenne ich doch schon. Hallo, Vorlin. Ah, aber es ist recht schwierig, etwas zu finden, mit dem ich mir die Zeit vertreiben kann. Ich hoffe doch sehr, dass die Angelegenheit mit dem Museum gut voranschreitet. Persönlich freue ich mich schon sehr auf den Flügel mit den Insekten. Ich arbeite dran, Vorlin. Ich arbeite dran. Ich bin sehr, sehr langsam, muss ich zugeben, aber ich arbeite dran. Hatte ich noch eine Schnecke immer noch? Hier bin ich fast ausgerutscht auf der Schnecke. Hallo, Oskar.
Aliel, nur eine kleine Warnung. Bitte halte deine Tiere vom Dorfplatz fern. Ich habe keine Lust, hinter ihnen herzuputzen. Kein Problem, Oskar, kein Problem. Ich passe schon auf. So. Hallo, Melissa. Hallo, Leon. Hallo, Buttons. Hallo, Jamie. Alle Foren, in denen ich rumhänge, werden von Fanart überflutet. Ich will doch nur gute Unterhaltungen führen und Theorien diskutieren, okay? Hallo, Leif. Alle bitten mich immer, Sachen für sie zu erledigen. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Manchmal ist es jedoch schwer, alles pünktlich fertig zu kriegen. Das kann ich mir gut vorstellen, Leif. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde gerne noch mehr kaufen. Ich würde mehr kaufen und mehr kaufen und mehr kaufen, aber ich muss irgendwie Platz schaffen. Mal gucken, was haben wir hier noch? Gute Grassamen, okay. Feensamen. Versandstation, dichtes Gras. Das ist bestimmt dieses hohe, ne? Ich kann mir aber alles liefern lassen jetzt hier langsam, ne? Ich habe ja schon bald alles. Einfacher Holzküchentisch. Das ist aber ein Riesentisch, Mann. Einfacher modische Küchenspiel, das könnte ich eigentlich Dinges geben. Was gibt's denn für Orangenkuchen, Kürbiskuchen, Blaubeerkuchen? Oh, wow. Die Rezepte sind ein bisschen hardcore. Gebratenes Ei kostet 390, krass. Apfel-Bananen-Smoothie, lecker. Erdbeerkonfitüre, auch lecker. Zitronenmarmelade ist ziemlich interessant. Kirschkonfitüre, ja. Orangenmarmelade, auch nicht schlecht. Mango-Pfirsich-Smoothie, oh yeah. Erdbeer-Blaubeer-Smoothie habe ich bisher noch nicht probiert. Himbeer-Brombeer auf jeden Fall. Gebackene Kartoffeln mit Käse, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Mangobaum. Was gibt's denn hier noch? Also das sind so frische Dingens hier, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Alles in Ordnung. Ich muss es mal inspizieren. Schwarzer Damestein. Aber was bringt mir einen Stein? Das bringt mir doch nichts, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich mache mir erstmal Marco Leif. Mach's gut. Hallo. Ich bin ja echt überlegen, ob ich mal hier so einen Hühnerstall bei dir schon mal kaufe und den einfach mal hinstelle. Was weiß ich, nehme einen mit. Dankeschön. Jetzt habe ich schon mal einen Hühnerstall. Dann kaufe ich die Futterstelle noch für 180. Dankeschön. Das heißt, das habe ich schon mal. Da muss ich nur noch 5000 für einen Huhn zusammenkriegen, ne? Ein Huhn in einer Kiste. Macht's gut. Und das Huhn muss ich dann auch noch irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Festsetzen, würde ich sagen. Das ist so eine Sache. Tja, mal schauen. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.